Über unseren Betriebskanal schreiben wir heute noch da eingehen, Rohkost. Und da ist immer alles drauf. Und über fast 2000 Videos. Hier hinter uns können wir sehen, da ist ein neues Ehepaar. Eine Ehe sind sie eingegangen, ein Ehebund sind sie eingegangen voreinander und auch vor Gott. Denn das ist ja auch das, was wir tun, wenn wir uns das Ja-Wort geben. Wir versprechen, dass wir in guten sowie in schweren Zeiten beieinander bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Das ist das Versprechen, wo wir nachgefragt werden und wo wir dann mit einem Ja und einer Unterschrift bestätigen und das sogar Zeugen unter Zeugen tun. Wir gehen einen Ehebund ein. Aber die Frage ist ja auch jetzt, was hat die Ehe denn für einen Sinn? Ich meine, ich kann doch einfach zu meiner Freundin fahren, wenn ich Lust habe, irgendwie mit ihr ins Bett zu steigen, oder wenn ich etwas zu essen haben möchte, kann ich doch zu einer Frau fahren, die mir gefällt, die auch dann dafür da ist, und sie sagt, ja, Andreas, du gefällst mir auch, und dann können wir doch einfach uns zusammen treffen an einem Ort und wir können das machen, wonach uns gefällt, und wenn ich keinen Bock mehr habe, fahre ich einfach wieder in meine Wohnung. Das ist doch das, was wir uns heutzutage wünschen und was wir auch vielleicht auch tun. Wir haben vielleicht nicht nur eine Freundin, sondern vielleicht vier oder 14 und rühmen uns danach, dass wir sagen, hey, wunderbar, ich bin der Babbo in dieser Stadt. Aber auch hier sehen wir heute dieses Ehepaar, frisch vermählt. Sie sagen, wir wollen zusammen füreinander da sein, bis dass der Tod uns scheidet. Und dann führt in einer Woche, vielleicht in den Malediven oder wo die Leute auch immer hinfahren, vielleicht ihre Hochzeitsreise machen, wenn dann irgendwie auf dem Teller das gebracht wird, wonach einem nicht schmeckt, wird wieder rumgemault. Dann wird wieder gesagt, was hast du mir denn da gebracht? Du weißt doch, dass ich keine Apfelsinen mag und Zwiebeln mag ich auch nicht. Ich mag keinen Fisch, warum bringst du mir eine Cola und nicht eine Fanta? Vielleicht fängt da schon der erste Ehestreit an. Vielleicht auch schon gleich, wenn sie ins Auto steigen, wird das erste provokante Gespräch geführt, wo dem anderen etwas unterstellt wird oder eine Erwartung nicht erfüllt wurde. Wir haben Erwartungen an unseren Ehepartner, an unsere Mitmenschen, an unsere Obrigkeit, an unsere Kinder, und die werden nicht erfüllt. Und was machen wir dann? Wir schreien sie an, wir werden zornig, weil die Erwartung nicht erfüllt wird. Und die Ehe ist eigentlich ein Bund, wir sehen, das ist ein Zeugnis dafür, dass die Bibel wahr ist. Denn in der Bibel steht, ein Mann wird seine Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Sie werden heiraten, das heißt, einen Bund eingehen, aber nicht nur voreinander, sondern auch vor Gott. Das ist nämlich der eigentliche Sinn der Ehe, nämlich dass diese zwei E's und das H in der Mitte eigentlich Folgendes bedeutet, zwei Egoisten und der Herr ist in der Mitte. Das ist der Sinn der Ehe, wo zwei Egoisten dem Herrn dienen, wo sie miteinander versuchen, dem Herrn zu dienen. Aber wir kommen in den Streit, und das verrate ich Ihnen jetzt genau warum. Das steht nämlich in der Bibel auch. Warum gibt es so viele Kriege und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht aus den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ja? Wir haben Bock auf dies oder jenes und es wird nicht erfüllt und dann habe ich das Recht, meine Meinung zu geigen. Das ist der Sinn dahinter, warum wir Streit anfangen. Wir sind nicht zufrieden mit meine Frau sagte zu mir, ich war 12 Jahre lang nicht mit dir zufrieden und bin es immer noch nicht, weil ich gerne dich so und so verändern möchte, aber dass wir auf den Punkt kommen und sagen, ich möchte nicht mehr meinen Partner verändern, sondern mich. Ja, da hat Mahatma Gandhi einen ganz klugen Spruch damals gebracht. Er hat gesagt, sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Aber die Grundlage danach ist natürlich, dass der Mensch im Fokus steht. Ich möchte ihn aber nicht den Menschen im Fokus stellen, sondern ich möchte ihn denjenigen im Fokus stellen, der zwischen diesen zwei Egoisten steht. Nämlich der Herr. Er sollte in der Mitte sein. Wir sollten den Herrn in unserer Mitte haben und diese Beziehung, die wir mit dem Ringen, die wir uns gegenseitig anstecken an diesem Tag, so wie heute, dass wir mit der Unterschrift sagen, ich gehe einen Bund mit dem Herrn ein. Ich gehe nicht nur mit meiner Frau oder meinem Mann einen Bund ein, sondern mit dem Herrn. Aber wissen Sie, was wir tun? Wir gehen einen anderen Bund ein. Wir gehen einen Bund ein mit der Sünde. Wir sind den Bund mit der Sünde eingegangen. Und das hat damals schon stattgefunden, als Eva sah,
dass von dem Baum gut zu essen wäre, und sie nahm und aß von seiner Frucht. Und das war die Geburtsstunde für die Sünde. Das hat uns dahin gebracht, dass wir einen Bund eingegangen sind mit der Sünde und wir lieben sie. Wir lieben sie, weil sie uns vermeintlich Segen bringt. Aber es ist genauso wie in einem Bordell, wo der Mann hingeht und Geld bezahlt dafür, dass diese Frau, die mit ihm Spaß hat, ihm vorgaukelt, dass sie seine Ehefrau wäre, seine Geliebte. Aber wenn die Zeit um ist oder das Geld nicht reicht, steigt sie von ihm ab und er fühlt sich danach nicht nur betrogen, sondern auch sein Geld ist weg. Er ist auch noch ärmer. Das ist der Betrug der Sünde. Das ist der Betrug der Sünde, mit der wir einen Bund eingehen. Aber Gott, mit dem wir einen Bund eigentlich eingehen sollten, ist der Bund der Segen, der uns Segen bringt. Und wissen Sie, woher ich das weiß, dass wir einen Bund mit der Sünde eingehen? Und wohin es uns führt, das steht nämlich im Römerbrief. Denn da steht, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da es Gott ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Wir können nicht eines Tages, und wir werden alle vor unserem Schöpfer stehen, wir können nicht zu ihm sagen, ich habe dich nirgendwo gesehen. Heute in Bochum haben sie von ihm sogar gehört. Sie können, wenn sie einen Baum ansehen, eigentlich sagen, es muss einen Gott sehen. Wenn sie, er sagt in Hiob, schau dir die Fische und die Tiere auf dem Meer an und du wirst glauben, dass es mich gibt. Du wirst glauben, dass es mich gibt. Aber wir wollen nicht an Gott glauben, weil wir an den Bund mit der Sünde glauben. Wir wollen die Sünde. Und das ist das Problem. Und da steht, denn obgleich sie Gott erkannt haben, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken im nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Dass sie Gott nicht sehen, ist an der Verfinsterung ihres Herzens, liegt das, und dass sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild des vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleich. Darum hat Gott sie auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Die, welche die Wahrheit Gottes mit Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Wir haben den Sinn in unserem Ehepartner, in dem neuen Auto, in dem neuen Handy gesehen und nicht in Gott. Darum hat Gott sie dahingegeben, auch entehrende Leidenschaft. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht in Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, eine unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Not, Leid, Betrug und Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, prahlerisch, erfinderisch im Bösen und den Eltern ungehorsam, unverständlich, lieblos, treulos, unversöhnlich, Unbarmherzigkeit. Obwohl sie das gerechte Gottesurteil erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch noch Gefallen an denen, die sie verüben. An Christopher Street sehen wir das ganze Spektakel, was hier steht. Und das Buch ist schon über 2000 Jahre alt. Ich möchte Ihnen sagen, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, dass wir glauben,
dass wir in der Schöpfung den Sinn sehen. Du bist wertvoll, wird heutzutage überall verkauft, in der Werbung. Du musst dir das nehmen, was dir zusteht. Du musst dir auch etwas gönnen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Singen wir den ganzen Tag, während wir unser Portemonnaie zücken und uns dies oder jenes Glück versuchen zu verkaufen oder zu erkaufen. Aber das ist nicht der Sinn des Lebens. Eigentlich suchst du was ganz anderes. Du suchst Erfüllung, tiefe Erfüllung in deinem Herzen. Aber die versuchst du in der Schöpfung zu sehen. Und es gibt Menschen, die sagen, die Naturheilkunde, das ist das, was mich am Leben hält. Der andere sagt, meine Frau ist das, was mich am Leben hält. Und wenn sie eines Morgens nicht mehr aufwacht, bist du auch bereit zu sterben. Du siehst keinen Lebenssinn mehr. Ich möchte dir einen Lebenssinn vermitteln heute, den wahren Lebenssinn, der dann hält, wenn alles andere zerbricht. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin dein Leben. Und wenn ich dein Leben bin, sagt Jesus, dann hast du wirklich Sinn in deinem Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Das ist das, was die Bibel sagt. Das ist das, was wir sehen können, was wir leben können. Und ich möchte dich dazu einladen, dass du dein Leben Jesus Christus gibst und für ihn lebst. Nicht nur mit ihm. Dass du ihn nicht nur dafür brauchst, wenn du glaubst, dass du irgendwie nicht mehr weiterkommst und sagst, warte mal, da gibt es ja noch, meine Oma hat immer gebetet, wenn irgendwas nicht gepasst hat. Ich muss beten. Und so knien wir uns hin und beten, Herr, mach bitte, dass mein Portemonnaie wieder gefüllt ist. Das ist nicht der Sinn des Lebens. Wissen Sie, als ich meinen Lebenssinn erkannt habe, nämlich für Gott zu leben und nicht nur mit ihm, da hatte ich einen neuen Lebenssinn, der mich wirklich hält. Weil Jesus Christus spricht, wenn du zu ihm kommst, wird er dich nicht hinausstoßen. Amen.